Ich rufe auf Top 4 unserer Tagesordnung die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Fehlbelegungsabgabegesetzes, und zur Einbringung erteile ich Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor 5 Jahren wurde das Fehlbelegungsabgabegesetz beschlossen und damit die Fehlbelegungsabgabe in Hessen wieder eingeführt. Und mit dem nun vorliegenden Änderungsgesetz habe ich die Aufmerksamkeit vor allem der Sozialdemokraten. Gut. Okay. Ich bitte um etwas mehr Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Also, ich fange noch einmal an. Vor 5 Jahren wurde das Fehlbelegungsabgabegesetz beschlossen, damit die Fehlbelegungsabgabe in Hessen wieder eingeführt. Und mit dem nun vorliegenden Änderungsgesetz sollen die Ergebnisse der Evaluierung des Gesetzes und insbesondere die Erfahrungen der Kommunen bei der Durchführung des Gesetzes berücksichtigt werden. Bevor ich zu den Einzelheiten komme, noch einmal ein Hintergrund zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe, weil ich glaube, sie ist wichtig. Die Fehlbelegungsabgabe ist ein aus meiner Sicht wichtiger Baustein zur Verbesserung auch der Wohnsituation in Hessen, weil die Anstrengungen im Bereich der Wohnungsförderung, über die wir diese Woche schon mehrfach geredet haben, werden durch die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe sinnvoll ergänzt. Aufgrund der Förderung gilt für Sozialwohnungen eine Belegungsbindung, die an bestimmte Einkommensgrenzen geknüpft ist. Das ist sicherlich unstreitig. Aber die Einhaltung dieser Einkommensgrenzen wird jedoch nur vor dem Einzug geprüft. Bei nicht wenigen Mieterinnen und Mietern verbessern sich im Laufe der Zeit die Einkommensverhältnisse, was ja eigentlich eine gute Nachricht ist, sodass ihnen die Sozialwohnung eigentlich nicht mehr zustünde. Durch die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe zahlen die Mieterinnen und Mieter entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit einen Ausgleich an die Gemeinde und können so in der Wohnung bleiben, leisten gleichzeitig aber einen Beitrag dazu, dass neue Sozialwohnungen an anderer Stelle entstehen. Die Gemeinden müssen die eingenommenen Gelder wieder für die Förderung von Mietwohnungen einsetzen. Und somit ist die Fehlbelegungsabgabe auch ein wichtiger Beitrag zur Schaffung von preisgünstigem Wohnraum. In den letzten 4 Jahren wurden immerhin 35,3 Millionen Euro mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe eingenommen. Und wir als Landesregierung sind der Auffassung, dass die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe deshalb fortgesetzt werden soll. Und jetzt zu den Änderungen. Wir haben einerseits natürlich eine Debatte über die Frage, wie viel Verwaltungsaufwand bei der Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe entsteht, und dementsprechend auch die Frage, ob das sozusagen den Kommunen angemessen ausgeglichen wird. Wir haben bei manchen Bereichen natürlich bei der Wiedereinführung auch jetzt Erfahrungen sammeln können. Es hat sich z.B. herausgestellt, dass bei den Wohnungen der sogenannten vereinbarten Förderung in den meisten Fällen kein Subventionsvorteil abzuschöpfen war. Das liegt daran, dass die Mieten für diese Wohnungen deutlich über den Mieten für Sozialwohnungen liegen. Da ist unnötiger Verwaltungsaufwand entstanden. Der entfällt künftig, wenn dieses Gesetz so beschlossen wird, weil die Wohnungen aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes herausfallen. Auch die Überprüfung von Studierenden ist mit einem Verwaltungsaufwand verbunden, obwohl in der Regel in den ersten Jahren nach Bezug der Wohnung keine Fehlbelegungsabgabe zu zahlen ist. Daher sollen Studierende nach dem Bezug der Wohnung für die Dauer von 4 anstatt bisher 2 Jahren von der Abgabepflicht befreit werden. Auch das verringert Verwaltungsaufwand. Darüber hinaus ist zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands die Verlängerung des Leistungszeitraums von 2 auf 3 Jahre vorgesehen. All diese Maßnahmen reichen voraussichtlich nicht aus, um den Verwaltungsaufwand so weit zu senken, dass die bisherige Kostenpauschale von 15% die Kosten der Gemeinden deckt. Und deswegen ist auch aus Konnexitätsgründen eine Anhebung der Verwaltungskostenpauschale auf 20% erforderlich. Mit der Weiterentwicklung wollen wir die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe für die nächsten 10 Jahre sicherstellen, damit weiterhin für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und gleichzeitig, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Hochdruck an dem Ziel weiterarbeiten, das Angebot an bezahlbarem Wohnraum für die Menschen spürbar zu erhöhen. Denn Wohnen ist eine Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts, und dieser ist in diesen Zeiten mehr
denn je gefragt. Und somit ist auch die Änderung des Fehlbelegungsabgabegesetzes daher ein weiterer Baustein, um die Situation auf den angespannten hessischen Wohnungsmärkten zu verbessern. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, und ich wünsche uns gute Beratungen im Ausschuss. Für die SPD-Fraktion darf ich Frau Barth nach vorne ans Rednerpult bitten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, so viel Zeit muss sein. Die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe im Juli 2016 war ein richtiger und ein sinnvoller Schritt. Und ich vermute mal, vielleicht bis auf die Kollegen von der FDP, sehen das inzwischen alle Kollegen hier im Haus genauso. Obwohl ich auch nach wie vor nicht verstehe, lieber Jürgen Lenders, weshalb ausgerechnet die Freien Demokraten an einer Fehlsubventionierung festhalten. Die CDU, die das damals mitgetragen hat, dass ihr die Fehlbelegungsabgabe abgeschafft hat, sieht es ja inzwischen auch anders. Und besonders irritiert, ja, die machen immer, was der kleine Koalitionspartner will in dem Fall. Besonders irritiert hat mich das Argument, es würde die soziale Durchmischung erschweren und die Fehlbelegungsabgabe sei unsozial. Was bitte ist daran unsozial, wenn ich für eine Wohnung, die mit staatlichen Mitteln besonders günstig angeboten wird, nachdem sich meine finanzielle Situation erheblich und nachhaltig verbessert hat, dann eben einen Ausgleich zahlen muss? Und dieser Ausgleich wird dann auch noch dafür verwendet, weitere besonders günstige Wohnungen bereitzustellen. Niemand verliert seine Wohnung, aber wenn man dort wohnen bleiben möchte, wird die Subvention langsam zurückgefahren und wohlgemerkt, erst wenn man die Einkommensgrenze um 20% übersteigt. Aber vielleicht können Sie das ja mal in Ihrem Redebeitrag nachher erklären. Es wird auch nicht das letzte Mal diese Plenarwoche sein, dass wir uns mit fehlgeleiteter FDP-Wohnungspolitik beschäftigen werden müssen. Es geht ja heute Abend noch einmal um die Nachwirkungsfrist für die Darlehen bei Auslauf bei Belegrechten. Da haben Sie, meine Damen und Herren von der FDP, einer sozialen Wohnungspolitik in Hessen ebenfalls einen Bärendienst erwiesen. Als die Fehlbelegungsabgabe vor 5 Jahren wieder eingeführt wurde, gab es noch über 100.000 Sozialwohnungen in Hessen. Inzwischen sind es leider gut 20.000 weniger. Der Kardinalfehler dieser unheilvollen Entwicklung, weshalb viele Wohnungsbaugesellschaften den sozialen Wohnungsbau leider nur noch als lästiges Übel sehen und ihr Hauptbetätigungsfeld auf den Privatmarkt verlagert haben, ist, das wurde heute auch schon einmal erwähnt, der Wegfall der Wohnungsgemeinnützigkeit im Jahr 1989. Das war der Ursprung des zunehmenden Schwunds im sozialen Wohnungsbau. Doch zurück zur Fehlbelegungsabgabe. Auch haben die letzten 4 Jahre gezeigt, dass die Befürchtungen der Gegner der Fehlbelegungsabgabe sich nicht bestätigt haben. Weder hat die Fluktuation zugenommen, in der Regel sind es in den Kommunen bei etwa 10%, noch ist eine soziale Entmischung eingetreten. Da bezahlbarer Wohnraum in diesen Orten knapp ist und, wie man anhand der Zahl der Wohnungssuchenden auch sieht, immer knapper wird, bleibt vielen Menschen, auch wenn sie sich ihre soziale, finanzielle Situation verbessert hat, gar nichts anderes übrig, als in einer subventionierten Wohnung wohnen zu bleiben, da sie auf dem freien Markt nicht fündig werden. Da die Spreizung zwischen den Kosten einer Sozialwohnung und der Wohnung auf dem freien Markt immer größer wird, ist es auch so, dass selbst die, die den Höchstbetrag bei der Fehlbelegungsabgabe zahlen, immer noch in der Regel maximal bei der Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die Änderungen, die hier am Fehlbelegungsabgabengesetz vorgenommen wurden, halten wir für richtig. Der Verwaltungsaufwand für die Kommunen war in den letzten Jahren mit 15% zu niedrig bemessen, und auch eine Überprüfung alle 2 Jahre hat sich auch als nicht notwendig erwiesen,
sodass dieser Zeitraum nun auf 3 Jahre erhöht wird. Es entfällt die Abgabepflicht für die Fehlbelegungsabgabe nur noch dann, wenn alle Mieter Sozialleistungen in einer Wohnung, alle Mieter einer Wohnung Sozialleistungen beziehen, und Studenten sind für 4 Jahre ab Studienbeginn von der Abgabepflicht befreit. Die vorgeschlagenen Änderungen tragen im Wesentlichen dazu bei, die Handhabung für die erhebenden Kommunen effizienter zu machen. Und die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe zeigen auch, dass es lohnt, sich sie zu erheben. Geld, was für den sozialen Wohnungsbau an anderer Stelle dringend benötigt wird. Etwa 10% der Haushalte, die in Sozialwohnungen in Frankfurt oder anderen Städten wohnen, zahlen die Abgabe, und die Beträge, die damit erzielt werden, sind durchaus nennenswert. In Frankfurt im Jahr nach der Wiedereinführung immerhin über 4 Millionen Euro. Das ist Geld, was für den sozialen Wohnungsbau dringend benötigt wird. Und deshalb steht auch die SPD weiterhin zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe. Einen Kritikpunkt hätten wir allerdings noch, bevor es hier zu harmonisch wird. Wichtig wäre es in diesem Zusammenhang, die Einkommensgrenzen im Wohnraumfördergesetz, ab wann ein Anspruch auf eine Sozialwohnung besteht, der Realität anzupassen, weil wir der Meinung sind, dass sie inzwischen möglicherweise zu niedrig sind. Wenn man sieht, dass der Betrag bei einem Ein-Personen-Haushalt gerade einmal 17.500 € pro Jahr beträgt, das sind nicht einmal 1.500 € im Monat, das ist kein Betrag, von dem man sich in Frankfurt oder im Rhein-Main-Gebiet als Alleinstehender eine normale Wohnung leisten kann. Hier müssten wir eventuell nachsteuern. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion darf ich nun Herrn Lenders nach vorne bitten. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn ich denn auch hier der letzte Mohikaner sein soll, der für die Fehlbelegungsabgabe, Subventionsabgabe keinerlei Verständnis hat, dann bin ich dann zumindest in guter Gesellschaft mit vielen Mieterinnen und Mietern. Ansonsten geht die Wohnungsbaupolitik ja gerne mal gegen die Wohnungsbauunternehmen, aber in diesem Fall richtet sie sich direkt gegen Mieterinnen und Mieter, die einmal einen Berechtigungsschein hatten für eine Sozialwohnung, die sich daraus gearbeitet haben und denen es jetzt besser geht. Und die sollen mit einer Fehlsubventionsabgabe jetzt dazu gebracht werden, möglichst doch dann auch ihre Wohnung zu verlassen oder zumindest dann da einen Obolus dann für abzudrücken. Meine Damen und Herren, wo sollen die denn überhaupt hin, Frau Barth? Es gibt doch nun einmal keine Wohnungen. Also, was Sie da machen, ist reine Abzocke bei den Mieterinnen und Mietern, und zwar nicht bei den Superverdienenden, sondern gerade bei kleineren und mittleren Einkommen. Was anderes ist es nicht. Und, meine Damen und Herren, deswegen kann ich der Fehlsubventionsabgabe, konnten wir es damals schon nichts abgewinnen und heute schon gar nicht, weil die Situation sich am Wohnungsmarkt noch mehr verschärft hat. Meine Damen und Herren, mal abgesehen von der Frage, Frau Barth, die Sie da mal beantworten müssten, wo denn diese Mieterinnen und Mieter denn hinziehen sollen, weil sie keine Wohnungen finden, weil die Wohnungen dann auch noch deutlich teurer werden, wenn sie umziehen würden, müssten Sie dann auch mir mal die Frage beantworten, und das hat der Minister ja schon gesagt, dass die Gebühren für die Erhebung eines sehr komplexen Themas, sprich also Einkommensüberprüfung und dergleichen, da haben Sie jetzt ein bisschen nachgearbeitet und haben viele Tatbestände schon rausgenommen, weil Sie gemerkt haben, das ist einfach ein bürokratisches Monstrum, haben Sie jetzt die Gebühren angepasst, weil die 15% nicht ausgereicht haben, um die Kosten bei den Gemeinden zu decken. Tja, Frau Barth, manche
Abgeordnete stellen Anfragen, ich auch, so in der Vergangenheit. Da weiß man nicht so genau bei der Kleinen Anfrage, wofür man sie eigentlich, ob man sie denn irgendwann mal vom Inhaltsgehalt noch mal gebrauchen kann. Ich kann Ihnen mal sagen, ich habe vor einiger Zeit mal die Anfrage gestellt zu diesen Gebühren und Algoge da stellt sich raus, dass selbst die 20%, die jetzt erhoben werden, oder die 20%, die jetzt bei den Gemeinden verbleiben, immer noch nicht ausreichen, weil sie müssten eigentlich die Gebühren auf 25% erhöhen. Das heißt also, dass immer noch der Verwaltungsaufwand für das, was Sie dann an Fehlbelegungsabgabe dann einnehmen, immer noch höher ist als das, was die Gemeinden dann tatsächlich an Kosten haben. Meine Damen und Herren, also folgerichtig müssten Sie, Frau Barth, wenn Sie eine Freundin der kommunalen Gemeinde und Familie sind, dann einen Änderungsantrag stellen und diese Gebühr dann auf 25% erhöhen. Meine Damen und Herren, was machen denn die Kommunen und Gemeinden damit? Die Kommunen und Gemeinden sollen damit sozialen Wohnungsbau betreiben. Wie wir schon an anderer Stelle dieser Woche festgestellt haben, am Geld liegt es nicht, das Bauen. Also die Kommunen haben genau das gleiche Problem wie alle anderen, die sich auf diesem Markt betätigen. Sie finden keine Baugrundstücke, bzw. es ist das Bauen nicht interessant. Also, meine Damen und Herren, Kommunen stehen vor dem gleichen Problem wie Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungsbaugenossenschaften oder irgendwelche anderen privaten Investoren. Das heißt also, die Idee, dass sie damit dann den Wohnungsbau ankurbeln, der geht ins Leere. Und warum wir das Gesetz schon einmal haben auslaufen lassen, weil dort sehr, sehr viel Geld bei den Kommunen geparkt wird, wenn Sie das ehrlich sagen, das geht Ihnen darum, dass diese Einnahmen daraus bei den Gemeinden und Kommunen bleiben, dann habe ich da ja sogar noch einigermaßen Verständnis dafür. Aber kommen Sie mir nicht mit dem Ding nach dem Motto, die hessischen Städte und Gemeinden werden damit den sozialen Wohnungsbau stark vorantreiben. Das ist mitnichten der Fall. Das meiste Geld bleibt bei den Kommunen einfach hängen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lenders. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Schalauske für die Linksfraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es mag vielleicht den einen oder anderen wundern, aber ich werde mich jetzt nicht in erster Linie an dem grünen Staatsminister Al-Wazir abarbeiten, sondern Herr Kollege Lenders, Sie haben jetzt so viele Steilvorlagen geliefert in Sachen Fehlbelegungsabgabe, da muss man sich mit dem einen oder anderen Argument doch noch mal scharf auch auseinandersetzen. Zunächst einmal freuen wir uns, dass wir heute über die Verlängerung des Fehlbelegungsabgabegesetzes in erster Lesung beraten. Wie diejenigen, die schon länger im Landtag sind, wissen, hat sich unsere Fraktion schon immer für ein solches Gesetz ausgesprochen, weil es auch darum geht, eine Gerechtigkeitslücke zu schließen, so wie es mein Kollege Hermann Schaus immer mal wieder hier im Landtag formuliert hat. Diese Gerechtigkeitslücke entsteht, und das ist ja auch vom Staatsminister Al-Wazir schon ausgeführt worden, wenn Menschen weiterhin in Sozialwohnungen leben, obwohl ihr Einkommen mit der Zeit zum Teil deutlich über der entsprechenden Einkommensgrenze gestiegen ist, während wir gleichzeitig ja noch das Problem haben, und das ist mir noch nicht stark genug thematisiert worden, dass vielen anderen Menschen der Zugang zu einer Sozialwohnung weiterhin verwehrt bleibt. Sie wissen, allein auf der Warteliste sind es aktuell in Hessen über 48.000 Haushalte. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen. Also diejenigen, die in einer Sozialwohnung wohnen und jetzt mehr verdienen, sollen deshalb nicht ausziehen. Das wollen wir explizit nicht. Aber wir können von ihnen verlangen, dass sie eine etwas höhere Miete als die reine Sozialmiete bezahlen, damit die Kommunen, und dazu komme ich dann auch noch, von diesem Geld neue Sozialwohnungen errichten oder auch bestehende Bindungen verlängern können, damit das Angebot insgesamt steigt. Und Abzocke, Herr Kollege Lenders, Abzocke ist es eben nicht. Abzocke, lieber Kollege Lenders, das sind die Wuchermieten, die Angebotsmieten in Frankfurt am Main von 15 Euro kalt den Quadratmeter, die so mancher Immobilieninvestor für neu gebaute Wohnungen in einem höheren Segment verlangt, die sich kaum jemand leisten kann. Das glaube ich, lieber Kollege Lenders, das ist Abzocke, mit der Sie sich mal beschäftigen könnten.
Aber noch einmal zur Funktionsweise der Fehlbelegungsabgabe, die wir grundsätzlich für richtig halten. Im Übrigen, interessant ist ja der Zickzackkurs, den CDU und FDP in dieser Frage in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Der sucht vielleicht auch sogar seinesgleichen. 1993 waren alle hier im Landtag vertretenen Parteien, Fraktionen damals dafür. Und auch der FDP konnte es ja damals nicht schnell genug gehen. Ich habe mir da auch noch einmal Zitate von dem Kollegen Jörg-Uwe Hahn rausgesucht, die nicht allzu schön sind, wie man damals diese Belegung begründet hat. Das will ich jetzt aufgrund der Zeit Ihnen allen ersparen. Aber interessant ist ja dann, wie die wohnungspolitische Geisterfahrt der FDP dann weitergegangen ist. Schwarz-Gelb hat die Fehlbelegungsabgabe 2011 abgeschafft, zusammen mit der CDU, aber die CDU dann 2014, als sie dann quasi mit den Grünen regiert hat, waren sie dann plötzlich wieder dafür. Das finde ich mal eine konsequente politische Haltung hier bei der hessischen CDU, meine Damen und Herren. Mussten Sie nötigen, alles klar. Ja, okay, okay. Das können wir ja dann auch später noch einmal klären. Da interessieren mich dann schon die Details, wie da die Verhandlungen abgelaufen sind. Aber zurück zur Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe. Die stand dann im schwarz-grünen Koalitionsvertrag, hat dann noch einmal über 2 Jahre gedauert. Und ja, 2016 ist sie dann endlich eingeführt worden. Es bedurfte damals eines Gesetzentwurfs unserer Fraktion. Herr Kollege Hermann Schaus war da federführend beteiligt, um der Landesregierung auch noch einmal ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Damals, und das ist jetzt der zentrale Punkt, war die Grenze, ab die Bewohnerinnen und Bewohner eine solche Abgabe zahlen müssen, von unserer Fraktion deutlich höher angesetzt worden, als es die 20%, die die Landesregierung letztlich ins Gesetz geschrieben hat, gemacht waren. Und an diesem Punkt haben wir nach wie vor auch Bauchschmerzen. Und im Übrigen ist das auch die Rückmeldung, die wir von Mietervereinen beispielsweise aus Frankfurt bekommen, dass die 20%-Regelung einfach sehr früh greift und die Abgabe somit Menschen trifft, die knapp über der Armutsgrenze leben und die für die bereits eine kleine Erhöhung von 50 € oder im Monat eine große Einschränkung auch ihrer finanziellen Möglichkeiten bedeutet. Hier wünschen wir uns nach oben eine sozusagen angemessenere Regelung, die den sozialen Realitäten in den Städten auch Rücksicht nimmt. Und aber wir wollen diese Grenze erhöhen, nicht um eine etwaige Bürokratie, Herr Lenders, von der Sie gesprochen haben, zu refinanzieren, sondern eben um die Geringverdienerinnen und Geringverdiener, was Sie ja auch vorgegeben haben, zu schützen. Deswegen muss die Grenze nach oben. Es gab dann einige Horrormeldungen oder Horrorszenarien besser. Das war auch die FDP, die sich da, glaube ich, dabei war, die zu verbreiten. Nämlich, dass dann sozusagen die soziale Durchmischung in ein Problem geraten würde, viele Leute ausziehen würden. Das ist völlig unbegründet. Das ist ja von Frau Barth, auch von Staatsminister Al-Wazir auch schon ausgeführt worden. Kaum Haushalte ziehen aus, weil sie eine Fehlbelegungsabgabe zahlen müssen. Die soziale Segregation wird sich durch diesen Mechanismus nicht verschärfen. Da sind ganz andere Faktoren verantwortlich, zum Beispiel, dass man überhaupt keine bezahlbare Wohnung im Moment mehr finden kann und die Leute deswegen gar nicht mehr ausziehen können, selbst wenn sie das denn wollen würden. Aber, und da, lieber Kollege Lenders, haben wir auch noch mal eine andere Perspektive als Sie. Denn wir glauben, Sie sagen, dass die Belegungsabgabe die läuft ins Leere. Und die Gemeinden, die bekommen damit auch nicht so richtig was hin, auch keinen Schwung für den sozialen Wohnungsbau. Und wir haben uns das mal genauer angeschaut und die Kommunen wissen mit dem Geld durchaus etwas Sinnvolles anzufangen. Zum einen eine Stadt wie Frankfurt, klar, die Zahl ist genannt, mehrere Millionen im Jahr, die sie einnimmt, die sie für sozialen Wohnungsbau ausgeben kann. Aber es gibt eben auch kleinere Städte, zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet, Neu-Isenburg, wo die Stadt zwischen 2016 und 2018 aus der Fehlbelegungsabgabe immerhin 270.000 € eingenommen hat, die sie jetzt nutzt, um Sozialbindungen in Wohnungen der dortigen GEWO-Bau zu verlängern. Genauso macht es die Stadt Offenbach. Über 800 Wohnungen in der Sozialbindung gehalten, mit mehreren Millionen Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe. Wir sehen also, dass die Regelung den Kommunen im sozialen Wohnungsbau durchaus einen Handlungsspielraum verschafft hat. Das ist gut, und das zeigt auch, dass die Fehlbelegungsabgabe weiterhin Sinn macht und dass Ihre Behauptung, die Kommunen könnten damit nichts anfangen, ins Leere geht.
Aber klar ist auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fehlbelegungsabgabe allein kann nicht den eklatanten Mangel an bezahlbarem Wohnraum lösen. Sie kann nicht das Problem beheben, dass noch immer tausende Wohnungen aus der Bindung fallen und dass wir insgesamt eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau brauchen. Trotzdem ist es richtig, dass dieses Gesetz verlängert wird. Und über die Details werden wir dann im Ausschuss diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Schalauske. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Schulz für die AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Alles gut. Muss ja, ne? Verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, verehrte Damen und Herren, verehrter Minister, der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung ist einerseits nicht weitreichend genug und weist andererseits strategische Mängel auf. Wir können ihm deshalb leider nicht zustimmen, auch wenn er in die richtige Richtung geht. Das Ziel der Einführung einer Fehlbelegungsabgabe war ursprünglich, eine Gerechtigkeitslücke zu schließen. Das hätte bedeutet, dass Menschen, die aufgrund eines geringen Einkommens auf geförderte Sozialwohnungen angewiesen sind, nicht durch Menschen mit höheren Einkommen übervorteilt werden. Wenn nun aber, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, eine Überprüfung der Einkommen nur alle 3 Jahre durchgeführt werden soll, dann wird es noch schwieriger werden, auf Einkommensänderungen der Bewohner zu reagieren. Der Entwurf der Landesregierung setzt eine stabile Entwicklung der Bewohnereinkommen voraus. Das Jahr 2020 hat uns jedoch gezeigt, dass viele Menschen durch Kurzarbeit oder gar Corona-bedingte Kündigungen keine stabilen Einkommen mehr haben und in absehbarer Zeit nicht haben werden. Es müssen Wege gefunden werden, um einen automatischen Datenaustausch zwischen den Finanzämtern und Kommunen zu erreichen, damit Einkommensänderungen zeitnah und effektiv erfasst werden. Eine Vernetzung würde außerdem mit Sicherheit die Verwaltungskosten senken. Und wenn Sie jetzt mit Datenschutz kommen, dann erinnere ich Sie daran, dass es bei Sozialwohnungen meist um staatliches Eigentum geht. Des Weiteren sind aus unserer Sicht die Bemessungsgrenzen für die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe äußerst großzügig. Das führt dazu, dass Bewohner es zum großen Teil vorziehen, eine Fehlbelegungsabgabe zu entrichten, aber nicht aus der Wohnung ausziehen, weil sie dort immer noch viel weniger Miete zahlen als auf dem freien Markt. Das wiederum führt dazu, dass sich so gut wie nichts ändern wird und wirklich anspruchsberechtigte Menschen bei Sozialwohnungen weiterhin nicht zum Zug werden kommen können. Wir plädieren für eine realistische Neubewertung der Einkommens- und Bemessungsgrenzen, damit dieses notwendige Instrument sein zugeschriebenes Ziel erreichen kann. Kleinen Moment, mal bitte die Gespräche draußen führen. Wir plädieren für eine realistische Neubewertung der Einkommens- und Bemessungsgrenzen, damit dieses notwendige Instrument sein zugeschriebenes Ziel erreichen kann, kein stumpfes Schwert bleibt und Sozialwohnungen wirklich für diejenigen und nur für diejenigen, die da sind, die sie wirklich brauchen. Wir freuen uns auf eine Beratung im Ausschuss. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schulz. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Förster-Heldmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also ich glaube, eins haben wir jetzt festgestellt oder wir konnten in den vielen vergangenen Diskussionen ja feststellen, der Markt regelt nicht alles. Und aufgrund dieser Erkenntnis haben wir ja auch immer wieder Diskussionen darüber, wie viel muss man regulieren und wie wenig ist nötig. Und deswegen freue ich mich, dass die Fehlbelegungsabgabe heute auch verlängert wird, dass sie neue Maßgaben hat, und ich halte das für sehr sinnvoll. Ich glaube allerdings nicht, dass sich die Fehlbelegungsabgabe gegen die Mieterinnen und Mieter richtet, sondern ich kenne eine ganze Menge andere Zusammenhänge, wo natürlich die Mieterinnen und Mieter sich darüber beschweren, dass sie mehr bezahlen müssen, aber andererseits auch die Möglichkeit haben, in ihrem sozialen Gefüge und in ihrem Stadtteil zu bleiben, weil sie sozusagen einen Ausgleich zahlen. Weil es ist durchaus so,
dass es in manchen Gebieten so ist, dass es auch eine Art Wahrnehmung der Nachbarschaft über solche Dinge gibt. Und einem möchte ich auch noch einmal ganz entschieden widersprechen. Das Urteil von Ihnen, Herr Lenders, dass die Städte und Gemeinden damit nichts anfangen können und dass sie überhaupt nicht interessiert wären am Bauen. Da haben wir doch gestern lang und breit darüber geredet. Und ich habe, da bin ich auch fest davon überzeugt. Ich bin der festen Überzeugung, dass mittlerweile die Menschen und die Städte und Gemeinden einfach einen ganz anderen Zugang dazu haben, wie sie Stadtentwicklung oder Dorfentwicklung organisieren. Natürlich ist es auf dem Dorf etwas anderes als in der Stadt, aber das ist ein absolut notwendiges Vehikel, das wir an der Stelle brauchen. Und deswegen freue ich mich auf die große Zustimmung und freue mich, dass wir das dann auch noch einmal weiter beraten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Förster-Heldmann. Als Nächstes hat sich der Abg. Bamberger für die CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt jetzt eigentlich nichts mehr, was zu diesem Gesetz, das wir jetzt hier beraten, nicht gesagt worden ist. Aber ich möchte dann doch vielleicht noch mal auf den einen oder anderen Punkt eingehen. Ich hatte schon befürchtet, dass wir die Debatte, die wir gestern bereits beim Einzelplan 07 hatten zum Thema Wohnungsbau, dass wir die heute hier fortsetzen würden. Ich bin froh, dass sich das nur in Ansätzen bewahrheitet hat. Wir waren jetzt auch reichlich in der Historie unterwegs und hatten auch noch mal eine Darlegung darüber, wie sich das Gesetz im Verlauf seiner Zeit entwickelt hat. Aber ich möchte nicht in der Historie wühlen, wer wann wofür oder dagegen war, sondern wir haben heute im Hier und Jetzt eine Entscheidung zu treffen, die für die Zukunft gilt. Mit der Fehlbelegungsabgabe stellen wir eine zielgenaue Wohnraumförderung sicher und bauen Fehlförderungen ab. Das ist das Ziel dieses Gesetzes. Und wir stellen fest, dass sich dieses Instrument der Fehlbelegungsabgabe auch bewährt hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen wollen wir es auch heute einer Verlängerung zuführen. Staatlich geförderter Wohnraum soll den wirklich sozialbedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zur Verfügung stehen. Und solange es, wie es Objektförderungen im sozialen Wohnungsbau gibt, gibt es eben auch Fehlbelegungen. Und daher ist es konsequent, von denen, die mehr verdienen, aber in einer subventionierten Wohnung leben, einen Beitrag zur Finanzierung von neuen Sozialwohnungen zu erheben. Wir achten dabei darauf, die Mieterinnen und Mieter nicht zu überfordern, indem wir eben die Staffelung, die hier jetzt schon mehrfach angesprochen wurde, festgelegt haben und in jedem Fall unter der ortsüblichen Vergleichsmiete bleiben. Und mit dieser Ausgestaltung der Fehlbelegungsabgabe, Herr Lenders, stellen wir sicher, dass keine Mieter vertrieben werden und sorgen doch für mehr Gerechtigkeit. Die Systematik des Gesetzes ist klar. Mieterinnen und Mieter entrichten einen Aufschlag auf ihre subventionierten Mietzahlungen. Letztendlich holen wir uns schlicht und ergreifend Subventionen von denjenigen zurück, die ihnen nicht zustehen. Um nichts anderes geht es doch. Und wenn Ihr Einkommen, also das Einkommen dieser Mieter, mittlerweile so hoch ist, dass sie bei heutigem Einzug keinen Anspruch auf Sozialwohnungen mehr hätten, weil sie deutlich über den definierten Einkommensgrenzen liegen, dann fallen sie eben in diese Staffelung. Ich glaube, dass das jetzt kein besonders ungerechtes Instrument ist. Mit diesem Instrument vermeiden wir Fehlförderung. Gleichzeitig werden den Kommunen zusätzliche Mittel für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus zugeführt. Und die Beträge sind hier an der Stelle ja auch schon genannt worden. Zur Vermeidung von Härtefällen beginnt die Abgabepflicht im Übrigen ja auch erst ab einer 20-prozentigen Überschreitung dieser Einkommensgrenze. Das heißt also, wir können hier nicht wirklich von einer schwierigen oder wirklichen Härte sprechen. Natürlich, und da stimme ich auch zu, das ist jetzt hier mehrfach angesprochen worden, sprechen wir von Menschen, die in diesen Wohnungen leben, die in der Regel Einkommensklassen, Einkommenskategorien angehören, für die eben 50, 60 Euro im Monat oder 100, 120 Euro im Monat viel Geld ist. Und da muss man natürlich auf die Staffelung schauen und muss gucken,
dass man die Beträge, die jetzt hier genannt sind, auch tatsächlich dann so passen und dann tatsächlich nicht zu einer Überforderung des betroffenen Personenkreises führen. Die Fehlbelegungsabgabe ist ein wichtiger Baustein im Rahmen der Schaffung des bezahlbaren Wohnraums. Und die 35,3 Millionen Euro, die in den letzten 5 Jahren dadurch generiert werden konnten, die sind auch schon bereits erwähnt worden. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Wir beraten heute die folgenden Änderungen im Gesetz. Zum einen erhöhen wir die Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 15% auf die bereits zitierten 20%. In der Praxis hat sich eben herausgestellt, dass diese 15% nicht ausreichend sind. Ob es dann die 20% oder 25% sind, das ist jetzt ein Streit, den kann man führen. Aber ich glaube, für die Kommunen ist das in jedem Fall ein großer Zugewinn. Der Leistungszeitraum in § 7 wird von 2 auf 3 Jahre verlängert. Hier wird der Verwaltungsaufwand ein Stück weit reduziert. Die Abgabepflicht für Studierende, das trifft Universitätsstädte wie Marburg in einer besonderen Weise, wird auf 4 Jahre verlängert. Auch das ist eine gute Entscheidung. Und deswegen finden wir es auch richtig, dass wir das Gesetz mit diesen Änderungen jetzt auf einen Zeitraum von 10 Jahren befristen. Wir freuen uns mit Ihnen auf die Beratungen im Ausschuss. Ich wünsche Ihnen allen noch weiterhin fröhliche Beratung an einem weiterhin bis jetzt lang geplanten Abend. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bamberger. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann können wir den Gesetzentwurf mit der Drucksachennummer 20/4129 zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den WVA überweisen. Ehe wir in der Tagesordnung weitermachen, möchte ich Sie gerne noch einmal auf die Corona-Schnelltests hinweisen, die noch bis 21 Uhr vor der Eingangshalle und im Raum 102/103 stattfinden. Geht schnell, und dann können wir auch morgen wieder unbesorgt weitertagen.